Hi Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Archer Row. Weiter geht's hier in der grünen Prärie. Wir müssen irgendwann mal die Top-Stufe 50 knacken, aber ich glaube, da brauchen wir noch einige Versuche. Weil wir mehr Punkte brauchen, ne? Wir brauchen Punkte, um unsere Skills zu verbessern. Dadurch dann einfacher durchrushen zu können. Wird also noch ein bisschen dauern. Level up! Oh, mein Gesundheitspunkte-Boost tatsächlich 160 dazu. Und der Teufel kann uns tatsächlich dann 160 mal abziehen. Wenn wir einen guten Skill finden, den er uns beibringen kann. Heilung brauchen wir gerade nicht. In der Hoffnung, diese Giganten hinterlassen mal was. Mehrfachschuss? Oh, Blutdurst. Der ist so wichtig. Ich weiß nicht, was er da mal angreift, ey. Jetzt hätte ich ganz gerne mehrfach Pfeil. Ich raff's nicht, ey. Aber dass ich gleich wieder Damage abgekriegt. War ja klar, wenn die so hohl ist und irgendwas angreift. Ah, knapp, knapp. Level up! Feuerring, Eisring, Schildschutz. Ach, ist das ein Müll alles, ey. Guck mal, Schildschutz. Ein Schild umkreist dich. Bossgegner. Ich soll aber bitte nicht mein Schild auflösen, das wäre doof. Das ist tatsächlich so, mein Schild fängt das leider alles ab, auch wenn es mich nicht wirklich trifft. Weil ich vorbeilaufe. Bedauerlich. Schade um mein Schild. Oh, was habe ich denn da? Aha, ein Item bekommen. Faszinierend. Aber nicht gesehen, was. Na, hier fehlt mir leider der Mehrfachschuss. Ne? Wo ist mein schöner Mehrfachschuss? Und meine Querschläge und alles. Ist leider nicht so geil. Die Masse an der Heilung kommen wir jetzt nicht mehr so gut an. Piu, 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 piu. 918 nehmen, das ist schon viel. Ekelhafte Fledermäuse, die über die Wände fliegen können. Widerlich. Aber gleich ein Level abkriegen. Jo, Mehrfachschuss. Ah, durchbohrender Schuss ist auch okay. Kann man zumindest mal ein paar mehr Gegner angreifen. Am besten jetzt noch Doppelschuss, Mehrfachschuss, Querschläger.
960 Leben, das ist schon mal viel. Ding, 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 ding. Gut, 14. Oh, okay. Hallöchen. Okay, ich hätte lieber mal einen Critmaster genommen. Wäre mir irgendwie wichtiger gewesen. Drecksviecher. So schnell. Ein Querschläger wäre sehr nice. Als Skill. Oh, da fehlt leider noch was. Also erst nach dieser Runde kriegen wir den Querschläger. Also nächsten Skill. Die Chance auf den Querschläger kriegen wir erst in dieser Runde. Vorbeilaufen? Ja. Bossgegner, widerlich. Oh, der ist easy. Der Boss. Wie auch immer mich das Ding gerade getroffen hat, aber gut. Ich weiß auch gar nicht, was dieser Schildschutz überhaupt macht. Das scheint zumindest nicht alles zu blocken. Ich hätte gedacht, der würde irgendwie nach einer bestimmten Zeit wieder weggehen. Na, mal schauen. Ein extra Leben. Ich weiß zwar gar nicht, wo ich das sehe, ob ich irgendwo extra Leben habe oder nicht. Ah, der hat zum Beispiel gerade abgefangen. Wahrscheinlich blockt er die Projektile ab. Dann ist also egal, ob ich. Es scheint wirklich unendlich auch zu halten, dieser Ring. Er blockt halt die Projektile ab, die halt um die, auf den Schild sind, ne? Wenn man Glück hat, ist das gar nicht so doof. Dass da ziemlich viele Projektile geblockt werden könnten. Schlau ist jetzt, glaube ich, schon ziemlich weit weg. Wir nehmen mal mehr GP wieder. Die 160, die wir gerade geopfert haben. Ich frage mich, warum er auf den geht, wenn doch hier unten der kleine Bombe ist. Wenn ich hier Damage abkriege, war ja klar, wenn die so komisch angreift. Platsch, platsch. Alles ist hier durch die Wände gelaufen? Das sind kleine fliegende Einheiten, ja. Ah ja. 23. Ach, Schild hat's abgehalten. Da nicht. Tja, doof für dich, ne? Okay. Critmeister, endlich mal was. Endlich mal ein Critmeister. Ah. Ah, da haben die viel Leben, die Viecher. Guck dir mal das Leben von denen an, ey. Ja.
haben alle so viel Leben auf einmal. Da muss man schon ordentlich draufballern, bis die mal sterben. Aber wir kriegen Leben wieder, easy going. Wäre ganz cool, wenn du den mal töten würdest da hinten. Bevor der uns irgendwie tatsächlich noch ein bisschen Damage macht. Sehr gut. Und Level 8. Kopfschuss. Diagonalpfeile. Ah. Das ist Kopfschuss. Geringe Chance, Mobs sofort zu töten. Oh. Kopfschuss. Kopfschuss. So viel zur geringen Chance. Lucky. Oh, wir kriegen Leben wieder ohne Ende durch die massenhaften Mobs. Eieiei. Okay, irgendwie. Fuck. Flairmauskappen irgendwie am nervigsten gewesen. Mist. Viel zu viel Leben verloren. Aber wir kriegen es wieder. Okay, nice. Bossgegner. Ja, so ein kleiner. Können sie mal gut hochheilen. Aber die haben wahnsinnig viel Leben bekommen. Da. Kleinen verfolgenden Mistviecher. Bam. Zack. Krittenmeister. Nee. Wir hätten, also Mehrfachschuss wäre ganz cool gewesen, einfach um diesen Kopfschuss-Effekt besser triggern zu können. Ja, mit dem Insta-Death des Gegners. Aber ein... Das, was er mir gerade angeboten hat, Crit-Meister, den brauche ich gerade nicht. Ja, man sieht leider nicht, was man gerade für Stats hat. Das finde ich ein bisschen schade. Ah, beweg dich! Was machst du denn? Ach, mein D-Pad ist schon wieder fail. Shit. Ach, scheiße, ey. Doch nicht gerade, nicht so sauber eingestellt, wie ich dachte. Schade, schade. So viel Leben verloren gerade. Na, endlich krieg ich mal einen Mehrfachschuss. Hat ja Ewigkeiten gedauert. Na, anscheinend. Jetzt auf einmal geht's wieder. Oh, vielleicht haben sie sich auch weggedrückt. Das kann auch sein. Nicht mich töten. Aber jetzt habe ich so viele Möglichkeiten, ihr Leben zu kriegen. Durch diese Viecher hier. Okay. Headshot, Headshot, komm schon, komm schon. Oh wow, der Schild hat mich gesaved und ich tot. Ich hätte den Pfeil sonst von hinten abbekommen. Naja, fuck.
ich brauche Leben. Heilung? 320, naja. Ah, herrlich. Boah. Wunderbar, schön wieder geheilt. Bleib stehen, Alter. Okay, nice. Volles Leben. Oh nice, schöner Kopfschuss. Schöner Kopfschuss. Und Level 10. Blitz. Ja, okay. Ich weiß auch nicht, ob das mit dem Crit stackt, ne? Aber Blitz ist auch schon mal nicht verkehrt, noch mal ein bisschen extra Schaden zu machen mit jedem Attack. So viel Laser, so viel Leben, was wir hier kriegen. Oh, ein neuer Gegner. Springt leider mal direkt auf mich drauf. Na, jetzt macht er was anderes. Okay, 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 okay. Mann! Ich habe WASD nicht mehr getroffen. Oh, macht er zweimal, okay. Für genügend Zeit anzugreifen. Ein Gegner, den wir vorher noch nicht hatten, ne? Klingt danach, als ob wir eine Ebene erreicht haben, die wir vorher noch nicht erreicht hatten. 40 tatsächlich, ist auch so. Ich glaube, 37 war beste gewesen bisher. Ich habe Leben verloren, ein Leben. Wie zum Geil denn das gerade? Ein Glücksrad, na dann zeig mal, was du drauf hast. Ah, Points, aber ganz schön viele Points, ne? Ich weiß noch nicht, wie viele genau. Okay, nehme ich mit. Level Max! Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Shit. Finde ich nicht gut. Weil wir dadurch quasi alles jetzt erreicht haben an Level, was wir erreichen konnten. Das heißt, wir können nicht mehr stärker werden, das ist ja schade. Level 10 ist ein Maximum. Muss man auch wissen. Na klar, schießt man ein bisschen mehr, Alter. Aber es gibt schon Level, die sind echt abfuck. ...1754 Punkte schon gesammelt. Boah, das ist viel. Leider schon wieder so ein unfaires... Ah, was heißt unfair? Na ja, gut. Das ist einfach nur dumm. Ich finde das einfach nur dumm. Ah, gut. ...300 Schaden? 300?! Was?! Alter, wie stupid ist das denn, bitteschön?
Alter, übertreibt es halt. Ja, okay. Headshot. Please. Ich hab nicht mehr viel Leben. Oh, kill doch mal irgendwas, Alter. Danke sehr. Okay, kriege ich jetzt ein bisschen Leben wieder auf, wenn ich nicht glaube, dass mir das den Arsch retten würde. Ach, her mit dem Leben. Ja, pf, keine Ahnung, Kollision. Uff. 70. Zwei. Ah, diese schnellen Viecher sind so nervig. Mann, greif doch mal den an, der vor dir steht, Mann. Ah. Oh, nice. 1947 Punkte. Ich will nicht sterben. Gib mir das. Oh, ich habe noch ein zweites Leben, ja, stimmt ja. Aber trotzdem ist ja egal. Muss ich ja trotzdem nicht benutzen. Ach, der Damage ist so lächerlich. 300 Schaden machen die mir. Nächstes wieder 300 Damage, ich bin gleich wieder tot. Das zweite Leben hat mir leider 0 gebracht. Schade. Aber es gibt halt wirklich schon lang keine Heilpunkte mehr, ne? Keine Heilkristalle mehr. Das ist strange. Ich hab nicht mal irgendwas gesehen, ey. So eine Scheiße, Mann. Halt die Fresse, ey. Ach, Mann, stört mich das. Okay, 10 Punkte wieder dazu. Und einen Ring haben wir bekommen. Was macht dieser Ring? Ah, okay. Schaden an Bodeneinheiten plus 20. Wir haben unseren Bogen, tapferer Bogen, Angriff plus 50, Waffenschriftrolle. Ah ja, okay. Angriff 250, Max GP 800 noch. Also okay, fusionieren. Gut, dann hier noch das hier. Ah, was Neues wieder. Hochleveln zum GP wiederherstellen plus 100. Oh, okay, wir kriegen jetzt also Punkte dazu, also Lebenspunkte wieder dazu, wenn wir ins Hochleveln. Und wir kriegen... Von 200 auf Max auf 300 GP Max dazu. Das ist natürlich sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt am Anfang 950. Cool. Und einen Ring, den wir auch noch verbessern können mit Schriftrollen. Aber ich habe keine Ahnung, woher ich die kriege. Enthält eine gewöhnliche oder ungewöhnliche Ausrüstung? Okay. Mhm. Aber keine Ahnung, woher. Was haben wir hier? Tja, schade. Aber wofür habe ich diesen Schlüssel bekommen? Ah, okay. Wenn wir die kostenlos erhalten, dann 24 Stunden die goldene Kiste. Ein häufig goldener Brustpanzer. Bei 24 Stunden können wir die nochmal ziehen. Max GP plus 200. Chancebeständigkeit plus 5%. Warum kriege ich sowas erst jetzt? Kein Wunder, dass ich vorhin verloren habe die ganze Zeit. Ah, cool. Es gibt also noch Items. Ja, wunderbar. Das heißt, beim nächsten Mal schaffen wir es vielleicht. Mal gucken, vielleicht kriege ich diesmal auch mal bessere Skills. Ich habe ziemlich schlechte Skills bekommen, finde ich. Ja, gegen Ende war das echt nicht gut. Aber okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Archero. Ciao, ciao.